Hallo, liebe Freunde und Freundinnen. Ich freue mich, heute mit euch wieder einen Brief schreiben zu können. Mein Computer war leider kaputt und ich konnte lange keine Videos machen. Aber jetzt ist Gott sei Dank alles wieder in Ordnung. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und wir schreiben einen Brief über das geliehene Auto. Hier ist die Aufgabe. Sie möchten am nächsten Samstag im Baumarkt einkaufen. Jetzt ist Ihr Auto kaputt gegangen. Sie möchten das Auto Ihres Nachbarn, Herrn Scholz, leihen. Schreiben Sie Herrn Scholz eine kurze Nachricht. 4 Punkte dazu. Grund für Ihr Schreiben. Wie lange Sie das Auto brauchen. Auch etwas für Herrn Scholz holen. Und als Dankeschön Einladung zum Essen. Wir beginnen mit der Anrede. Das ist unser Nachbar. Also, wir schreiben lieber Herr Scholz, weil unser Brief ein privater Brief ist. Nicht offiziell, sondern privat. Und wenn ich meinen Nachbarn um sein Auto bitte, das bedeutet, wir sind wie Freunde. Schaut mal, der dritte Punkt hat ein Fragezeichen. Das bedeutet, zu diesem Punkt müssen wir eine Frage schreiben. Aber wir beginnen mit dem ersten Punkt, Grund für Ihr Schreiben. Das ist ein Standardpunkt. In vielen Aufgaben finden wir diesen Punkt. Grund für Ihr Schreiben. Fast alle Aufgaben für die DTZ-Prüfung beginnen mit diesem Punkt. Wo finden wir den Grund für mein Schreiben? Ihn finden wir in der Aufgabe. Die ersten Sätze bis zu dem Satz mit dem Wort Schreiben, das ist der Grund. Und wir können diese Sätze auch benutzen. Wir müssen sie nur ein bisschen ändern, weil die Sätze ja für mich geschrieben sind. Und da steht immer Sie zum Beispiel oder Ihr Auto. Aber wir schreiben Ich, mein Auto. Und wir schreiben ja an diesen Mann, an diesen Nachbarn. Dann sagen wir Sie oder das Auto Ihres Nachbarn, dann schreiben wir Ihr Auto. Okay? Wenn wir das Subjekt ändern, dann müssen wir auch auf das Verb aufpassen. Also, Sie möchten und ich möchte. Das N kommt weg. Am nächsten Samstag im Baumarkt einkaufen, jetzt ist Ihr Auto, wir schreiben mein Auto. Sie möchten, das bin wieder ich. Ich möchte das Auto Ihres Nachbarn Herrn Scholz, Ihr Auto. Ich möchte Ihr Auto leihen. Lieber Herr Scholz, Komma, nicht vergessen. Herr. Nicht Herren, sondern Herr. Weil wir in der Anrede das Wort Herr im Nominativ haben. Und in der Aufgabe steht dieses Wort im Genitiv oder im Dativ. Dann bekommt dieses Wort den Buchstaben N am Ende. Aber in der Anrede bleibt Herr, okay? Der erste Satz beginnt mit dem Wort Ich und der dritte Satz auch. Das ist nicht schön. Ich schlage vor, wir beginnen den ersten Satz mit den Wörtern am nächsten Samstag. Wir tauschen die dritte und die erste Position. So klingt unser Satz schöner. Am nächsten Samstag möchte ich im Baumarkt
einkaufen. Jetzt ist mein Auto kaputt gegangen. Ich möchte Ihr Auto leihen. Weiter würde ich ihn fragen, ob es geht. Einfach nur, geht es? Und dann sind wir mit dem Grund für unser Schreiben fertig. Wir schreiben weiter, wie lange Sie das Auto brauchen. Ich würde sagen, 3 Stunden ist genug. Ich brauche das Auto für 3 Stunden. Für diese Präposition benutzen wir oft mit einer Zeitangabe. Das Wort 3 schreiben wir mit Buchstaben, weil wir alle Zahlen bis 12 mit Buchstaben ausschreiben sollten. Das ist besser als eine Zahl als Nummer zu schreiben. Ich glaube, dass es genug ist. Der Satz mit das ist ein Nebensatz. Das ist eine gute Grammatik für unseren Brief und das Verb steht natürlich am Ende. So, wir haben hier 3 Sätze mit dem Wort ich am Anfang. Ich möchte, ich brauche, ich glaube. Das finde ich nicht gut. Wir tauschen jetzt in diesem Satz die 3. und die 1. Position. Das Auto brauche ich für 3 Stunden. Das ist besser. Genau, so machen wir. Und weiter könnten wir einen Satz mit Sie wissen ja schreiben. Das ist eine schöne Redewendung und passt gut in diesen Brief. Sie wissen ja, dass ich gerade meine Wohnung renoviere. Hier das Wort ja bedeutet nicht ja oder nein, sondern Sie wissen doch, Sie wissen sicher, Sie wissen hundertprozentig, Sie wissen bestimmt. Okay, Sie wissen ja, dass ich, wieder ein Satz mit das, gerade ist auch ein sehr schönes Wort, B1 Wort, dass ich gerade meine Wohnung renoviere. Wir könnten hier auch noch erklären, was möchte ich kaufen, zum Beispiel Farbe, Tapeten, Laminat. Das ist alles meine Fantasie, ihr könnt was anderes schreiben, aber manchmal braucht man auch solche Zwischensätze, damit man weiß, ich habe den Brief selber geschrieben und nicht vom Internet runtergeladen. Für die Renovierung brauche ich Farbe, Tapeten und einen Teppich. Ihr könnt auch andere Sachen schreiben, das ist egal, das ist jetzt meine Fantasie. Wir können schreiben für die Renovierung, aber wir haben hier auch schon das Wort renoviere und noch einmal Renovierung, das ist ein bisschen zu viel Renovierung, okay? Für die Renovierung, dafür. So vermeiden wir die Wiederholung. Da ist die Renovierung. Dafür. Renovierung brauchen wir nicht. Dafür brauche ich Farbe, Tapeten und einen Teppich. Weiter müssen wir eine Frage stellen. Etwas für Herrn Scholz holen. Diese Frage ist ein typischer Fall für das Modalverb sollen. Ich möchte etwas für die andere Person machen, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Soll ich das Fenster aufmachen? Soll ich die Tür zumachen?
Soll ich auch etwas für Sie holen? Wenn Sie etwas brauchen, schreiben Sie mir bitte einen Zettel. Ich bringe gern die Sachen mit. Brauchen, schaut mal, da haben wir schon einmal benutzt. Besser nehmen wir ein anderes Wort, wenn Sie etwas benötigen. Benötigen hat die gleiche Bedeutung wie brauchen, aber ist ein bisschen besser und ist auch ein anderes Wort. Wir möchten keine Wiederholungen im Brief. Deshalb sollten wir mehr Synonyme benutzen. Also, wenn Sie etwas benötigen, ein Satz mit wenn auch, ein Nebensatz mit dem Verb am Ende, schreiben Sie mir einen Zettel. Ich bringe gern die Sachen mit. Und wir haben noch einen Punkt als Dankeschön. Einladung zum Essen. Ein Satz mit dem Konjunktiv 2. Ich würde Sie gern einladen. Als Dankeschön würde ich Sie gern am Samstag zu mir zum Essen einladen. Schaut mal, das Wort Dankeschön steht hier zusammengeschrieben. Das ist hier ein Nomen. Deshalb schreiben wir Dankeschön zusammen und groß. Als Dankeschön würde ich Sie und Ihre Familie am Samstag zum Essen einladen. Ich würde hier nur noch einen Schlusssatz schreiben. Ich hoffe, dass es geht. Ich danke Ihnen ganz herzlich im Voraus. Weil das ein privater Brief ist, schreiben wir liebe Grüße und nicht mit freundlichen Grüßen. Wir beginnen mit Liebe und wir enden auch mit Liebe. Liebe Grüße, Lina Marlene. Hier noch einmal der ganze Text mit markierten Wörtern oder Redewendungen, die für einen B1-Brief wichtig sind. Danke, bis bald!